Wir machen seit ungefähr 20 Jahren Informationsmaterial, so ein bisschen wie die Maus, ein bisschen wie Peter Lustig und auf eine Art und Weise. Und heute haben wir das Trinkwasser vorgestellt und haben den Schülerinnen und Schülern klar gemacht, wie wichtig Trinkwasser ist, wo es herkommt, wie es wieder sauber gemacht wird und wie der wertvolle Kreislauf des Wassers dargestellt wird. Wir haben ja fixe Infostandorte in unserem Verbandsgebiet, an denen wir Umweltbildung normalerweise machen. Und die Idee war einfach zum Tag des Wassers einfach rauszugehen und in die Schule zu gehen und einfach dort ein bisschen Remi-Demi zu machen nach all der langen Corona-Zeit. Einfach den Kindern ein bisschen Freude und ein bisschen Bewegung in die Schule zu bringen. Entscheidend ist einfach, dass wir uns mit den Jüngsten, ich sag mal, dem Jüngsten in der Gesellschaft letztendlich dann in Anführungszeichen auseinandersetzen, ihnen klar machen, sie nehmen schon bewusst Trinkwasser wahr. Sie nehmen bewusst Trinkwasser wahr, indem sie an den Wasserhahn gehen und trinken. Und sie merken im Grunde genommen, es schmeckt, es ist gut drauf, aber was dahinter steckt, das wissen sie nicht. Und wenn wir es frühzeitig kommunizieren, wenn wir es frühzeitig weitergeben, haben wir eine Möglichkeit letztendlich, also dieses Wasserelixier so zu belassen, wie es ist, wertvoll und auch sauber. Aus dem Grund ist die Zielgruppe, gerade in der Grundschule, eine ganz wichtige. Ich bin sehr froh darüber, dass das so gut angekommen ist. Und man hat ja richtig gemerkt, dass die Kinder mitgegangen sind und richtig auch Spaß hatten. Und ich denke, dass sie trotzdem jetzt hier rausgehen und sagen, alle für einen, alle fürs Trinkwasser. Und damit haben wir dann ja unsere wichtigste Botschaft auch auf diesen Weg gesetzt. Einer für alle und alle für unser Trinkwasser.